Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gaming News. Ich bin Rick Talin und ihr schaut Weebly Games for You. Beginnen wir mit den Veröffentlichungsterminen der kommenden Woche. Am Mittwoch erleben wir einen weiteren Reboot, denn Strider beehrt uns nach 25 Jahren wieder auf allen Konsolen. Dem einen oder anderen wird das Spiel noch aus den NES-Zeiten bekannt sein. Am Donnerstag wird Rayman Legends für PlayStation 4 und die Xbox One neu aufgelegt. Am Freitag wird es cool mit Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Wii U. Auch Rambo, das Videospiel, erscheint für PS3, Xbox 360 und PC. Ich rate dazu, erst einmal abzuwarten, was die Tests sagen. Für die PlayStation Vita kommt mit Ease Memories of Celceta ein neuer Teil der Traditionsreihe. Damit haben wir aber bereits alle Titel dieser Woche und kommen zu den News der vergangenen Woche. Bethesda hat für The Evil Within einen Termin genannt. Wir können uns ab kommenden August wieder gruseln. Mario Kart 8 kommt im Mai für die Wii U. Ab April gibt es Game Boy Advance Spiele für die Virtual Console der Wii U. Microsoft überarbeitet das Eingabeverhalten für Bewegungen des Xbox One Controllers, da Respawn, die Entwickler von Titanfall, damit nicht zufrieden waren. Für alle, die Angst hatten, dass South Park The Stick of Truth, das Rollenspiel im South Park Universum, wieder verschoben werden könnte, gibt es die erlösende Nachricht. Das Spiel hat den Goldstatus erreicht und ist damit offiziell fertiggestellt. Vor einiger Zeit wurden Gerüchte laut, dass Watch Dogs für die Wii U gecancelt wurde. Nun gibt es eine Entwarnung, aber bitter schmeckt diese trotzdem, denn die Wii U-Version wurde offiziell verschoben und wird nicht zeitgleich mit den anderen Versionen auf den Markt kommen. Damit kommen wir aber bereits zum Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.